Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Weiter geht es hier immer noch im Schloss der Organisation, wo wir im letzten Part Xigbar besiegt haben, der uns ja urplötzlich einfach mal so angegriffen hat, uns mal wieder irgendwelche rätselhaften Worte an den Kopf geworfen hat, die keiner kapiert, zumindest Sora erstmal nicht. Ich allerdings schon, aber das jetzt zu erzählen würde ein wenig, naja, Spoiler-Alarm bedeuten, würde ich mal sagen. Denn es hat was nämlich mit späteren Kingdom Hearts Teilen zu tun, auf die ich jetzt allerdings nicht genaueres eingehen wollte. So, genau, okay, hinter dieser Tür wollten wir jetzt eigentlich ja erstmal mit Kairi treffen, die ja jetzt eigentlich ja noch auf uns wartet, zusammen mit Riku, der ja jetzt irgendwie aussieht wie Anzim, beziehungsweise wie Xehanorts Herzloser. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie diese Begegnung jetzt ausgeht. Gehen wir mal rein. Das wird auf jeden Fall ein wunderschönes Wiedersehen. Ja, Kingdom Hearts, erfreue und labe dich an diesen Herzen, die wir dir darbringen. Wirf dein fahles Licht auf dieses leere Reich. Teile deine Macht mit allen Niemanden. Xemnas, ist Kingdom Hearts bereit? Schon bald. Kann ich diese Farce also beenden? Allerdings. Auf diese Worte habe ich gewartet. Kairi, du lost Kirche! Was? Du hast dich verändert, Kairi. Aber ich bin froh, dich zu sehen. Du und Riku seid nicht nach Hause gekommen. Also habe ich euch gesucht. Es tut mir leid. Das ist kein Traum. Warte, Anzim! Ich meine Xehanorts Herzloser. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass wir uns wiedersehen. Wenn ich nur daran denke, was du alles getan hast, werde ich wütend. Aber du hast Kairi gerettet, stimmt's? Dafür muss ich dir dankbar sein. Danke. Riku, geh nicht! Hä? Kairi, was hast du gerade gesagt? Riku! Ich bin niemand, nur ein Streuner aus der Dunkelheit. Sora, komm her! Sag bitte was zu ihm! Hier, gleich verstehst du es. Schließ die Augen. Riku! Du bist es, Riku, du bist es! Ich hab dich gesucht! Komm schon, Sora. Reiß dich zusammen. Ich hab dich überall gesucht. Ich wollte nicht, dass du mich findest. Aber er war's, der uns geholfen hat, oder nicht? Na, diese ganzen Hinweise, die müssen doch von Riku stammen.
Ich war schon in Sorge, dass sie es nicht kapiert. Sora hat sich noch nie die cleversten Freunde ausgesucht. Das hat der Richtige. Warum hast du mich nicht wissen lassen, dass es dir gut geht? Wie gesagt, ich wollte nicht gefunden werden. Nicht so. In dieser... Ich kämpfte gegen Ansem, gegen Seanoths Herzlosen. Als er sich in mein Herz einschlich und ich gewann. Aber um die Macht der Dunkelheit zu nutzen, musste ich selbst zu Ansem werden. Heißt das, du kannst dich nicht zurückverwandeln? Noch ist der Kampf nicht vorbei. Und bis dahin brauche ich die Macht der Dunkelheit noch. Dann lass es uns beenden. Du bist und bleibst Riku, so oder so. Also was sagt ihr? Hauen wir noch ein letztes Mal so richtig auf den Putz? Der König wartet schon. Ja, worauf wartet wer? Tja, ich schätze, dem ist wohl nicht mehr viel hinzuzufügen. Riku ist nach wie vor Riku, egal wie er aussieht. Und wir erhalten erstmal hier Memoir. Besitzt sehr hohe Angriffskraft und erhöht die Rate, in mit der sich die Drive-Leiste während der MP-Aufladung auffüllt. Ja, das ist doch wunderbar. Und wir bekommen die Karte vom Schloss, das niemals war. Also noch etwas, was unseren Bildschirm jetzt irgendwie ein bisschen überfüllt, aber egal. So, wir werden jetzt erstmal das neue Schlüsselschwert ausrüsten. Memoir. Mann, das Teil sieht einfach nur geil aus und es kann auch was. Vor allem ist es sogar wesentlich effektiver als in Kingdom Hearts 1, wo es ja eigentlich ja sogar den blöden Nachteil hatte, dass es ja die MP reduziert hat. Aber hier ist es ja nicht so. Ja, ist das nicht toll? Wir haben also Riku wieder getroffen. Auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen furchterregend aussieht, jetzt in der Gestalt von Ansem bzw. Xehanort. Aber immerhin, jetzt hat er sogar seine alte Stimme wenigstens wieder. Das ist doch auch schon mal was Gutes. Oder? Erstaunlich, dass Kairi und du Riku wiedererkannt habt. Er sieht aus wie Ansem. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich ihn gesehen habe. Ja, wem sagst du das? Dann war es also Riku, der uns die ganze Zeit über geholfen hat. Ihr müsst wirklich beste Freunde sein, wenn er sein Aussehen so verändert, um dir zu helfen. Ja, das ist erstaunlich, nicht wahr? Du hast ihn tatsächlich behalten. Der Talisman des Wiedersehens hat wirklich funktioniert. Ich habe dich so vermisst, Sora. Ich habe dich ja so vermisst. Ja, wir haben dich auch vermisst, Kairi, aber wir haben jetzt leider keine Zeit. Oder hast du noch was zu sagen, Riku? Vor einem Jahr hat mich die Dunkelheit übermannt und ich habe dich hintergangen. Sieh nur, was aus mir geworden ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich sehen wollte, aber Kairi hat darauf bestanden. Ja, das war auch sogar die richtige Entscheidung dafür, denn so oder so, du hättest einfach nicht weglaufen dürfen. Gut, gehen wir jetzt endlich mal weiter hier. Versuchen wir es hier. Wofür ist denn dieses Gerät? Es dient dazu, Kingdom Hearts zurückzuerobern und es als Daten zu verschlüsseln. Ich verstehe nicht ganz. Ich kann auch für mich nicht behaupten, den Ausgang dieses Unterfangens zu kennen. Denn Herzen sind unberechenbar. Tja, so wie es aussieht, haben der echte Ansem und der König ja wirklich noch eine Menge zu tun. Interessantes Gerät, was er da hat. Und was ist das hier überhaupt? Ein versperrter Weg. Okay, die Tür ist magisch verschlossen. Das können wir natürlich nicht einfach so hinnehmen. Was ist das hier überhaupt für ein krasser Ort? Irgendwas gefällt mir an diesem Ort nicht. Es ist hier fast wie auf einem Friedhof. So gut wie alles liegt in Trümmern. Weißt du, was das alles zu bedeuten hat, Sora? Tja, ich habe dann nur eine vage Theorie, denn es sind insgesamt 13, na, oder? Nein, nur 12 dieser, sagen wir mal, was das ist, das sieht aus wie Grabsteine. Also wie Kairi ja schon sagte, es ist fast wie ein Friedhof und das könnte man in gewisser Weise auch sowas wie einer sein, denn jeder dieser Grabsteine hier oder so steht für eines der Mitglieder der Organisation 13. Also sprich, jeder rote steht hier für einen Besiegten. Und alles, was hier noch in Blau leuchtet, heißt, diese Mitglieder leben noch. So, der Integrant im Verborgenen. Das ist natürlich
Sykes gewesen. Und was ist das hier? Der Freischütz. Ja, dieser Stein steht wohl hier für Xigba, den wir ja vor kurzem besiegt haben. Wirbelnde Lanzenträger ist für Xaldin. Den haben wir ja im Schloss des Biestes geplättet. Und hier, der frostige Gelehrte. Das war ja Vexen, der im Schloss des Empfangs sein Ende fand. Ebenso wie sein Partner hier, Lexeus, der stille Held. Auch dazu gehörte natürlich hier der hier, Sexion, der Intrigant im Verborgenen. Und der hier, tanzende Prophet im Mondlicht des Zeix. Da habe ich wohl eben wohl versehentlich den falschen Grabstein hier vorhin anvisiert, als ich das erklärt habe. Und dann hier noch zwei weitere. Tanzende Flammen im Wind. Ja, das war Axel, der sich für uns geopfert hat. Die Melodie der Nacht stand für Demix, den wir in Hollow Bastion erledigt haben. Der anmutige Assassine, das stand natürlich für Maluxia, der auch im Schloss des Empfangs, genau wie Lexeus und Vexen, gestorben ist und er eigentlich hervorhatte, die Organisation zu verraten. Ebenso wie seine Partnerin, die kaltherzige Nymphe Laxen. Und dann hier zum Schluss noch der Schlüssel der Bestimmung. Und der leuchtet natürlich noch blau, weil Roxas ja eigentlich ja im Prinzip nicht besiegt wurde. Tja. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt noch was anderes zu tun. Und zwar geht es ja hierum, dass wir erst hier rein müssen, bevor wir da hinten durch können. Müssen wir erstmal noch zwei Mitglieder besiegen. Einige Mitglieder der Organisation 13 sehen das Kämpfen als eine Art Spiel. Was die Regeln auch sein mögen, es gibt stets eine Chance zu gewinnen. Verpasst sie nicht. Werden wir nicht. Und das ist ja auch erstmal der Hinweis darauf, wie der nächste Kampf ausgehen wird. Untersuchen wir das mal. Wer ist das hier? Der Hasardeur des Schicksals. Ha. Und der wartet jetzt hinter diesem Portal auf uns. Was geschieht da? Das sind der König und Diz. Ich meine Anselm der Weise. Sie müssen weiter oben sein. Beeilen wir uns. Du! Mir wäre es lieber, wir überspringen die Formalitäten. Ganz wie du willst. Und damit geht es los. Ein Spiel um die Zeit. Kämpfe den Kampf um die Zeit. Dies ist ein Kampf um die Zeit. Erlege deinen Gegner, indem seine Zeitleiste zuerst abläuft. Wenn Zoras Head oder seine HB aufgebraucht sind, heißt es Game Over. Wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, der hat verloren. Haben wir kapiert. Ja, und gleich mal zu Beginn des Kampfes werde ich in einen Würfel verwandelt. Was spielen wir hier? Mensch, ärgere dich nicht, oder was? Mann, Alter, auf! Okay, da sollte ich mich auf jeden Fall ein bisschen erstmal hier mal Abstand hier halten. So wäre auf jeden Fall am besten. Wow, Mann, Mann, Mann. So, und so, okay, hier sind wir ja normal. So, Fatal Job. So, und gewonnen. Boah, wow, verdammt. Aber immer noch. So, und noch einmal. Und wieder gewonnen. Okay, finde Luxuskarte. Das ist kein Problem, denn da kann man ja hier ein bisschen mit der Kamera tricksen. So, da ist er ja. So, aber ich kann ihn nicht angreifen, während er da ist. So, noch einmal. So, da vorne ist... Oh, verdammt. Das war die falsche. Wo ist sie jetzt? So, da ist sie. So, und noch einmal. So, hab dich schon. Aber gern doch. Ich bin dabei. Ach, verdammt. Okay, diesmal habe ich ein bisschen verloren. So, ich hoffe mal, ich verwandle mich da mal schnell zurück.
Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, verdammt. Ah, Mann. Mann, jetzt komm schon, dreh sie um. Ja, bitte. Die Regeln verstanden. So, und gewonnen. Die Regeln verstanden. Ja, hab ich. Und wieder mal Sieg für mich. Ja, doch. Einfach immer das treffen, was der Kreis anzeigt. So, gleich müsste es losgehen. Ja, da ist es. Du siehst bei mir gar nichts. Nix da. Boah, verdammt, 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 verdammt. Okay, jetzt geht's los. Wow. Ja, hab ich. So. Ach, Mist. Spiel keine wertvolle Zeit. Werd ich nicht. Mann, ich war ein bisschen zu langsam. So ein Scheiß. Mann, Mann, Mann. Ich hatte gehofft, ich schaff das noch. Aber nein. Spiel keine wertvolle Zeit. Ich hätte nur noch den letzten treffen müssen. Aber nein, es musste ja unbedingt so lange dauern. So ein Scheißdreck. Ob ich nochmal die Chance bekomme, da noch dieses Spiel zu gewinnen? Komm schon. Spiel keine wertvolle Zeit. Spiel keine wertvolle Zeit. Wie du willst, dann eben nicht. Spiel keine wertvolle Zeit. Spiel keine wertvolle Zeit. Spiel keine wertvolle Zeit. Dann eben nicht. Jawohl. Spiel's nicht übel. Naja. Mehr oder weniger. Ich hätte eigentlich das letzte Spiel auch gewinnen müssen. Dann wäre es auf jeden Fall leichter gewesen. Aber egal. Hat trotzdem Spaß gemacht mit dir. Warum nur, Roxas? Ich bin Sora! Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Wir müssen weiter. So. Wir bekommen jetzt erstmal an zum Bericht Nummer 9. Sehr gut. Und was habt ihr noch zu sagen? Bis wohin der König wohl gegangen sein mag. Ich weiß, dass er stark genug ist, um auf sich aufzupassen. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Keine Sorge, der König ist näher, als ihr denkt. Ich weiß ja, wo er ist. Oh Mann, gerade wollte ich loslegen und jetzt bin ich gar nicht erst zum Kämpfen gekommen. Wir wissen wirklich nicht, was noch passiert, also schön aufpassen. Also wachsam bleiben, genau. Ja. Nicht schlecht, Sora, du bist stärker geworden. Du brauchst meine Waffe, den Seelenfänger, oder die Macht der Dunkelheit noch nicht. Ich werde sie nie brauchen, nur dass mir das klar ist. Roxas, ich kenne diesen Namen. Ich habe einmal mit ihm gesprochen. Er hat mich an dich erinnert, Sora. Wer ist er? Die Antwort werden wir ja wohl erst im nächsten Part erfahren. So, erstmal nochmal wieder raus hier. Und dann sehen wir es ja auch schon. Das nächste Portal ist offen. Und hinter der wartet ein ganz besonderer Gegner auf uns. Naja, mehr oder weniger. Seht, der Eingang strahlt auf einmal. Könnte das etwas mit euren Feinden zu tun haben, Sora? Keine Ahnung. Ich frag mal Riku. Nee, du bist nicht Riku. So. Ich kann die Anwesenheit von Zeigs fühlen. Er benutzt irgendwas, um seine Energie zu verstärken. Wenn wir hinter sein Geheimnis kommen, können wir das vielleicht für uns nutzen. Ja, das sehe ich genauso, aber ich würde mal sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2. Macht's gut, Leute, und bis dann. Ciao.